So. Ich frag mich, wo die Truhe ist. Natürlich frage ich mich auch noch immer noch, wo das weiße Tier sein soll. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja, und ansonsten, ich hätte auch noch den Maxus-Tempel, wo praktisch die Gegner besiegen können. Ich am Anfang sagte, der Gegner nicht hin. Ach, später. Da oben ist er jetzt, der Bellegar. Meine Diener getötet, Schlag um Schlag. Bald bin ich reich, denkt ihr, was für ein Tag. Doch gibt's nichts zu holen bei mir außer Zorn. Vielleicht mögt ihr kämpfen gegen alle von vorn. Da. Jetzt sind sie stärker, ja? Level 12. Kein Problem damit, all deine Gegner nochmal zu besiegen. Es sollte relativ easy sein. Ich kann nicht. Einzelne Gegner sind noch leichter als mehrfache. So. Und tschüss. Sieg ist mein. Oh. Jetzt ins Schieß, jetzt ins Fernkämpfer, okay. So, das war Nummer 1. So. Das war Nummer 2. Und Nummer 3 ist natürlich jetzt einfach. Haben dieser Troll. Da. Und tschüss. Bellegar hat jetzt genug. Ihr ödet mich an, weil ihr immer siegreich lacht. Ich gebe euch dieses gelb glänzende Zeug, wenn ihr euch endlich vom Acker macht. Wollen wir hoffen, dass wir diesen reimenden Irren endlich los sind. Ich mag ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Bester Typ ever. Hübsch.
hübsch. So. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. So, jetzt habe ich alle, ne? Ja. Gut. So viel zu Billiger. Ich habe das Lager mit Trackführer als Kennwort gefunden. Hier kann ich immer nichts machen. Sagt mir das korrekte Wort. Nett gemeint. Ja. Hier war ja eigentlich der erste Hebel, oder? Oder nicht? War der erste Hebel weiter vorne? Ich weiß es nicht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich beim ersten Hebel vielleicht die Kiste finde, die aufgetaucht ist. Ich halt einfach null Plan habe, wo die sein soll. Da war die Cutscene zu kurz und der Ort nicht einprägsam genug. Ah ja, da ist sie. Hier war der erste Hebel und hier ist die Kiste. Nee, doch nicht. Verdammt. Was ist doch nicht diese Kiste? Hätte ich gehofft, das wäre sie. Meine Kiste sollte ja schon offen sein, oder? Wenn man dafür erstmal sowieso schon so viel machen muss. Wird aber es hier nicht am Anfang sein, oder? Hier am Anfang wird das bestimmt nicht gespawnt sein. Da fällt mir ein. Ich habe hier auch noch diesen Keller von der Kathedrale, den habe ich auch noch nicht gesehen. Gut, dann gehen wir mal die ganzen Quests erstmal abgeben. Angefangen mit dem Gasthaus, da muss ich eh mehrere Dinge machen. So, hallo Doktor. Willkommen zurück. Was kann ich für euch tun? Ich bin auf einen Mann namens Eugen gestoßen, der unter multipler Persönlichkeitsstörung zu leiden scheint. War er betrunken? Nein, in seinem Kopf hausen zwei Persönlichkeiten. Es handelt sich zwar um eine seltene Krankheit, aber ich weiß vielleicht um ein Heilmittel. Ich bin im Tal einem alten Magier begegnet. Er ist übrigens derjenige, der mir die Kopfbedeckung empfohlen hat. Und er hat mir alles darüber erzählt. Normalerweise sind diese Persönlichkeiten gut und böse, fromm und gemein oder wie auch immer man es nennen mag. Ich kann euch einen Trank geben, der diesen Eugen heilen wird. Aber ihr müsst entscheiden, welche Persönlichkeit überlebt. Eine große Verantwortung. Ja, ich entscheide mich für Chakal, den erschwingenden Bösewicht. Klingt aufregend. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Hier ist der Trank. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Okay. Schönen Tag noch. So, damit wäre das erledigt. Na nur? Ah. Unser Retter. Wir können euch nicht genug danken. Drachentöter. Es freut mich, euch zu sehen. Gut gekämpft, Drachentöter. Wollt ihr nicht den Suchenden beitreten?
Ich danke euch im Namen des neuen Ordens. Ihr geht mir langsam ganz schön auf die Nerven. Warum steigt ihr nicht von eurem hohen Wildschwein und seht euch das mal an? Wenn's sein muss, mal sehen. Was ist das? Die Klaue eines riesigen Dämons, den ich zu Hackfleisch verarbeitet habe. So ist es. Ich muss zugeben, eine außergewöhnliche Jagdbeute. Ich hätte nie gedacht, dass mich mal jemand schlägt. Nehmt diese Handschuhe, Drachentöter. Ihr verdient sie jetzt mehr als ich. So. Der Held des schwarzen Evers. Wie wäre es, wenn ihr auch der Held werdet, der Lord Lovis gegenüberstand? Ja, ja. Ganz ruhig. Robins Handschuhe, ach, die sind erst Level 15 verfügbar. Oha. Oh, Stärke des Waldläufers ist halt eine passive Fähigkeit, die ich kriege, und die ist richtig nice. Fernkampfschutz. Ja. Also mein Schutz wird natürlich hochgehen, aber. Ich weiß ja nicht. Ha, diese Krawallmacher sind weg. Jetzt kann's endlich weitergehen. Hi. Der Lieblingsgast im Schwarzen Eber, was kann ich für euch tun? Sollte der Gasthof jetzt nicht nach meiner Jagdtrophäe benannt werden? Ich könnte ihn zum Dämon des Schwarzen Rings nennen, aber dann verliere ich meine Kundschaft. Natürlich. So. Du hast Tomaten. Ach komm. Meine Güte, der Dämonentöter! Beeindruckt? Aber natürlich. Das war die größte Heldentat überhaupt. Verdammt. Tomaten, aber keine. Oh. Apfel. Haha. Das habe ich gesucht. Okay. So, dann habe ich den Trank. Ich habe den Apfel. Und ich habe die Trophäe abgegeben. Jo, dann bin ich, glaube ich, im Gasthaus erstmal fertig. So. Seht euch meine Waren an. Kommt wieder. Habt ihr die Geschichte der Drachenritter schon gelesen? Ein faszinierendes Werk. Muss man gelesen. Gucken wir mal, ob Abends Geist noch wieder auferweckt wird, jetzt wo ich ein Drachenritter bin. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas passieren. Ich hätte jetzt einfach nur eine leere Kraft. So. Dann müsste ich jetzt mal gucken zu diesem Eingang. Die Tür geht nicht auf. Ah, ja, brauche ich auch irgendwas Schlüsselmäßiges. Und das habe ich nicht. Gut, nächste Anlaufstelle wäre Buatsch. Held und Freund, ja. Da ist ja mein Genugfahren. Okay, die können mir auch nicht weiterhelfen. Ich hätte gehofft, dass die mir vielleicht, keine Ahnung, hier das Zeug übersetzen könnten. So, Ritter. Ah, ihr seid zurück. Was gibt's Neues? Also Richard, wegen diesem Kerl namens David. David, was ist mit ihm? Er ist in dieser Tier der Champion, versteckt sich im schwarzen Eber. Er hat mich dafür bezahlt, dass ich euch nichts verrate, aber ach egal. Nun gut. Ich habe ein paar Goblin-Herzen für euch. Nicht schlecht. Her damit. Und hier habt ihr euer Geld. Ich würde es für Bier und Dirne ebenfalls Drachen töten. Ah, ihr seid zurück. Was gibt's noch? Ebenfalls Drachen. Ich bin im Grunde eigentlich Kenner der Kindverräter. Wie gesagt, wenn der. Ich verstehe ganz gut, warum jemand in der Armee desertieren würde. Ich finde, das ist auch kein Verbrechen, dass man bestraft werden müsste.
Sehen wahrscheinlich andere Leute anders, aber nicht so. Dieser Buch. Wird gekauft. 14 bis 43 erhöhte Reflexe. Aber der Bogen gerade eben war schon nice. Was haben wir hier so? Aha. Aha. Okay. Grundsätzlich ganz okay. Ich hab was anderes geguckt. Ich meine, es könnte ja durchaus sein, dass die irgendeine spezielle Verzauberung haben, die eine Fähigkeit steigt. Hier zum Beispiel nach Schaden reflektieren. Ich habe es auf eine andere Fähigkeit abgesehen. So. Dann weg. Warte mal. Ja, doch. So, das übertragen hat einen speziellen Namen. Kann weg. Das kann auch weg. Das. Ja, dann machen wir hier wieder mal. Ausmistung von Spielsteinen. Oh. Kräuter ohne Ende. Und nicht unbedingt der Kräuter. Artikel. Hat die leichten Teile brauche ich. Hier nimmer irgendwelche Kreaturen hier haben. So. Dann gehen wir noch. Klopf mir ja nicht auf die Schulter. Tut das. Aha. Ich dachte, ich würde hier mit richtigen Soldaten. Dann werden wir noch kurz die Kopfgeldaufträge abgeben. Hatten wir ja, wie gesagt. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich hab Halorn getötet. Hier ist ein Ring. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erledigt. So. Apropos, hab ich jetzt, ja, ich hab tatsächlich den einen Ring dann weggegeben, den ich getragen habe. Aber ich kriege ja von Eugen jetzt einen Ring. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich habe Jupik getötet. Hier ist ein Stab. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erledigt. Hm? Geschichte ist verdammt. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich hab Viper getötet, hier ist ein Schwert. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erledigt. Und nochmal Erfahrung. So. Nein. Tagebuch. Was haben wir denn eigentlich noch offen? Lovis und die Laschenschaft? Ja, okay. Auf zur Jagd. Jagon. Ja gut, da muss ich halt Banditenlager, ne? Ja, das ist so klar. Sprachlos. Der Archäologe. Ja. Drachentöter, immer schön euch zu sehen. Wie geht es euch, Quentin? Mein Arm tut noch weh, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Drachentöter, immer wird schön euch zu sehen. Nein, Hauptmann Roland war so nett und hat mir ein paar Tage freigegeben. Sonst noch was? Viel Glück darauf. Ja. Liebt ich wohl je? Nein. Schwör es ab, Gesicht. Du sahst es jetzt noch wahre schön. Verflucht seid ihr und eure entliehenen Worte.
Seite sagte. Tja. Merkst du nicht, dass sie nichts von dir will? Seid selbst dumm, hier noch, wenn du darauf einfällst. So, okay. Dann gehen wir jetzt mal die Schläfer wecken. Und dann müssen wir natürlich eigentlich noch ins Banditenlager. Goblin stimmen.